Ich gehe mal da oben rum. Emilia. Gut, dann hat er eine stärkere Verteidigung. Ja, lauf einfach hier durch. Uns nichts Besseres zu tun. Aber das will ich nicht, deshalb brauche ich da einen Turm hin. Gut. Ach, keinen Mann verloren. Klasse Leistung. Ja. Hä, wieso greifst du dich? Achso, das ist ein Zirkel. Okay. Beaumont hat sich mit diesem Seminolenstamm verbündet. Wenn wir seinen Handelsposten zerstören, können wir uns mit ihnen verbünden. Ja. Schon klar, Ziele eigentlich. Ne, nur die Außenposten. Oh ja. Ja, ich merke es. Genial hingebaut. Es leben halt immer noch alle. Moment. Mal schauen, wie viel Schaden das macht. Vielleicht gar keinen, oder? Ja, doch, ein Drittel. Was? Hä, die sind ja mal gar nicht so stark gegen so viele. Das ist ja cool. Ist ja toll. Viehstall. Ah, das ist ein fettes Schaf hier. 300. Jetzt habe ich Schafe bekommen. Commandement? Yes, immer noch. Es leben immer noch alle. Ja, dann geht doch dahin. Zu meinen anderen Schafen. Commandement? Noch leben alle. Und da ist noch ein Turm. Und eine Kanone. Die Kanone ist, glaube ich, mal schlimmer im Moment. Die wird jetzt was weghauen, glaube ich. Oder auch nicht. Na doch, einen. Die Peinfanterie ist noch keine Chance. Ich bin noch weggeprügelt. Zwei Außenposten zerstört. Bleibt noch einer. Ja, schon irgendwie. Ah, haut die mal weg. Ich weiß, wie wir sind. Well. Fliegen sie auch ewig weit weg. Erst einen gestorben. Na gut, viel Bilanz. Ja, hier sterben mehr. Einige mehr. Moment, das Schiff ist leer. Ah, toll, ich habe kein anderes. Ready. Lion! Gut, jetzt kann ich mich aber auf das konzentrieren. Du killst meine ganzen Leute gleich. Ja, zwei sind tot. Drei sind tot. Vier sind tot. Fünf sind tot. Nein, fünf. Was, der lebt noch? Nein. Sieht nur so scheiße aus. Ready. Yeah. 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 Wieder alle wegfliegen. Der Turm ist hier schlimm. Deshalb Turm hier. Laufen, laufen, laufen. Sechs sind tot. Sechs Soldaten. Ausgezeichnet. Wir haben alle drei Außenposten zerstört. Jetzt müssen wir nur noch Beaumonts Dorfzentrum zerstören. Ja, ja. Also so ist es einfach. Zerstören Sie das Dorfzentrum Beaumonts. Errichten Sie Handelsposten nahe der Indianerdörfer. Ja, wunderbar. Hoffentlich reicht mein Speicher wie immer noch aus. Das wäre zu wenig. Vier Punkte, ja, bringen wir wohl wenig. Ach, der. Oh, komm. Komm schon. Das schafft ihr doch mit einem Schlag. Nein. Es sind schon sieben Leute tot. Nein. Oh, das ist unwiderstehlich. Einmal da reinhauen.
Einmal. Ja, so muss es sein. Ja, okay. Eigentlich ja nicht. Es hat sich so angeboten, die ganzen Bäume umzufällen. Ach, wie unlogisch. Ah ja, eigentlich schon, ja. Wunderbar. Das Tor noch kaputt machen. Hält ja auch nicht sonderlich viel aus. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Gut, das ist auch wirklich ein enormer Beschuss. Das hier auch. Schnell hier durchschleichen. Was ist das? Kapitol. Kapitol, du bist viel zu schön. Du musst sterben. Die Kanone hier schleicht sich vorbei. Haha, bemerkt. Sunny, kaputt. Das Dorfzentrum gleich, erstmal das Arsenal. Bus, ein Turm. Der Turm zuerst. Zwei Türme. Oh, der ist da oben. Kann ich da hochschmeißen? Nee, ich glaub nicht. Ach, was soll das? Ja, jetzt flüchten, ja. Schon klar. Ach, immer diese Türme überall. Gut, ich habe auch ein paar. Auch meine Schafe sind dick. Bereit zum Schlachten. Schlachtet sie. Yes. 29 leben noch, so ein weniger. Ja, 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 viel. Boah, was der für Leute hat. Viele. Die holzen alles um. So, jetzt geht er aber alle auf das Dorfzentrum. Ich will noch gewinnen. Die hauen mich jetzt alles auf mich. 20 Leben. Geschafft. Ja. Bomos Lager im Sumpf gibt es nicht mehr. Aber meine Leute auch nicht mehr. Leider. Naja. Sie haben alles dafür gegeben. 15 haben überlebt bis jetzt. Cooper hält die Stellung. Ergebt euch. Oder ihr bekommt eure Strafe gleich hier. Milu, zum Angriff. Cooper! Das wird Beaumont büßen. Die Festung des Zirkels ist in Havanna, aber ich glaube nicht, dass Beaumont dorthin unterwegs ist. Die Seminolen haben eine Legende, aber ihr Häuptling kann das besser erklären als ich. In den Tagen des Ritters Morgan brachten die Inkas viele Fässer des Wassers ins Pacamayo-Tal. Beaumont sucht nach dem Wasser, also wird er dorthin gehen. Inka? Die Inka sind alle tot. Mein Vater erzählte mir, dass viele Gefangene in ihre Heimat zurückkehrten, als die spanische Flotte versenkt wurde. Dann müssen wir ihre Heimat vor Beaumont finden. Genau. Das müssen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.